Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit auf jeden Fall gefallen Let's Play Twilight Princess HD begrüßen. In der letzten Folge haben wir Ordon oder den Wald von dem bösen Zwängen der Dunkelheit befreit und sind raufgeschickt worden in Richtung Eldin. Allerdings habe ich was vergessen, und zwar hat mich der liebe Marvin, der liebe Vero, darauf hingewiesen, dass wir hier noch eine Flasche mit Lampenöl mitnehmen können von der Rubine. Und das nehmen wir selbstverständlich nochmal eben mit. Guten Tag. Ja, Öl willst du? Du kannst entweder von der Rubine eine Flasche. Ja, ich möchte eine Flasche bitte haben. Vielen Dank, hier nehmen. Danke und tschüss. Ja, eine Flasche Öl. Ich weiß, wie das geht. Ich habe das hier alles schon mal aufgenommen. Allerdings habe ich, Und warst du im Schrein? Ich trete gleich weiter. Ist toll, oder? Naja, in letzter Zeit treiben sich ziemlich viele Ungeheuer darum. Wohin man auch geht, es wird wirklich immer schlimmer auf der Welt. So. Und zwar habe ich das ja alles schon mal aufgenommen und habe einen wunderbaren Leichtsinnsfehler gemacht. Und zwar habe ich OBS zu früh geschlossen, und da die Aufnahme 2 Stunden ging, hat OBS die noch nicht komplett durchcodiert, und dann war es wie kaputt. Ich habe mir ein Programm gesucht, um es zu retten, aber das hat über 3-4 Stunden gedauert, und da ich die Zeit nicht hatte, nehme ich es einfach nochmal neu auf. Aber dafür geht es auch dieses Mal auf jeden Fall schneller für mich, weil ich musste da 1000 Mal cutten, weil ich dann irgendwie suchen müsste, wie es weitergeht, und ist auf jeden Fall auch viel chilliger für mich. Und ja, ich hoffe, euch macht es nichts aus, ich werde hoffentlich trotzdem die gleichen Emotionen rüberbringen wie davor. Auch du Fisch, du! Und ja. Ansonsten, ich werde jetzt einfach mal versuchen, das so zu machen wie gestern, auch mit dem, was ich erzählt habe. Ich habe nämlich ein bisschen über Zoomania gelabert, den Film, den ich ja am Samstag gesehen habe im Kino, und der einfach super war. Also ja, das ist wirklich mal wieder ein Disney-Film, der wirklich so eine richtig tolle Message hat. So, du sollst an deine Träume glauben, leb deinen Traum, denn er wird wahr, à la Digimon, und hat, dass du alle gleich behandeln sollst, was auch irgendwie richtig gut auf das aktuelle Flüchtlingsthema passt. Und es war einfach nur ein super Film, und jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, ich kann es empfehlen. Und soll er dir ein Fairy sein, dann ist es sowieso eine Empfehlung von mir, weil, oh Mann, ey! Was ist denn das jetzt für ein Spacken? Was willst du? Da vorne ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Brief zustellen, und was jetzt? Wer bin ich? Ich bin der wandernde Postbote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach, den Briefträger. Das hättest du auch gleich sagen können. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich doch hier noch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, öffne Jasmega. So kannst du die Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, das wäre erledigt, und ab die Post. Ja, tschüss. Und zieh dir beim nächsten Mal bitte eine Hose an, dankeschön. Wir haben einen Brief bekommen. Toll, von wem ist der? Bin gespannt, die Zustellung von Briefen, jeder freut sich. Ja, ich weiß doch, dass der Typ hier rumrennt wie so ein Vollidiot. Und da hinten war eigentlich ein Wurm, den wollte ich mitnehmen, aber der ist jetzt schon wieder weg. Der Wurm ist noch da. Wir brauchen eigentlich gar keinen Wurm. Ich habe den letzten Aufnahme mitgenommen, aber den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, Zoomania oder Zootopia, whatever, auf jeden Fall im Film sehr zu empfehlen. Sowohl für Fairies als auch für Nicht-Fairies. Für Disney-Fans als auch für Nicht-Disney-Fans, das ist echt eine sehr gute Message, die da in dem Film vermittelt wird. Sobald der Blu-ray draußen ist, werde ich mir den auf jeden Fall auch kaufen, weil mir der Film echt gut gefallen hat. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wer noch nicht drin war, guckt ihn euch auf jeden Fall noch an. Er war einfach toll und super, und der Soundtrack von Shakira ist super und alles toll. Was denn? Das war ja ganz da. Ja. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange Reise in Wolfsgestalt. Ja, ich freue mich. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte? Ja, gerne. Ich kann es kaum erwarten, wieder zum Wolf zu werden. Beziehungsweise aktuell bin ich Werwolf. Wir haben 10 vor 7, dann bin ich ja schon wieder Werwolf. Auch wenn es auf Twitter noch nicht steht, aber das juckt mich jetzt nicht. Ich ändere das nicht immer sofort. Also, für alle, die sich da auch manchmal wundern. Also, was ist? Soll ich dich jetzt mit in die Schatten nehmen? Ja, tu es. Wird Zeit, dass ich wieder zum Wolf werde. Ist zu lange her. Gestern Abend habe ich das erst aufgenommen. Aber trotzdem, lass mich zum Wolf werden. Arigato gozaimashita. Also wie gesagt, wenn ihr es mir noch nicht gesehen habt, dann tut es echt eine Empfehlung von mir. Ich war alleine, weil jemand mit mir gehen wollte. Ich habe nur Arschlochfreunde. Nein, Spaß. Aber ja, ich war halt alleine, weil ich halt wirklich Bock hatte, den Film zu sehen. Auch 12 Euro sind doch trotzdem ein bisschen teuer. Sehr schön, sehr schön. Brav, von hier an wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Ja, das ist schön für dich. Und dein Pelz steht dir viel besser als dein altmodischer Plunder, den du sonst so trägst. Da gebe ich dir zum ersten Mal recht. Fell ist wirklich besser als Kleidung.
Genug geplaudert, sollen wir gehen? Gerne doch. So. Ja, 12 Euro, also 8 Euro Eintritt, dann noch kleine Popcorn, um was zu trinken. Da bist du mal eben 12 Euro los. Also, naja, da kaufe ich mir doch lieber die Blume für 18 Euro und kann mir es halt jederzeit angucken. Oh mein Gott, das ist ein Schwert. Ist das von Kindern? Riecht irgendwie... Das riecht nach den Kindern. Ja, das erkenne ich. Der kleine Süße, die Fotze und... Ich kann mir die Namen übrigens nicht merken. Ich werde die Namen wieder vergessen. Ich kann mir... Geruch der Kinder gewittert, das sage ich ja. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Sag ich ja. Schärfe dein Gespür mit X und entdecke als Tier deine wahren Fähigkeiten. Nein. Ich sag ja, Tiere und vor allem Wölfe sind einfach OP im Vergleich zu Menschen. Scheiß auf Menschen, wenn du Tier sein kannst. Ganz ehrlich, oh Gott, Viecher. Kommt her! Komm her! Krieg dich! Los! Link, was tust du da? Spring nicht so komisch auf! War das eigentlich gerade ein bisschen falsch? Eigentlich sollte ich den anderen töten, dass ich die anderen zwei zusammenkriege. Ah, das geht auch. Und bam! Oh, coole Wolf und Minderpower. Ich muss ja sagen, auch wenn ich sie nicht mag, sie hilft mir schon sehr gut. Das gebe ich zu. Die ist wirklich eine Hilfe. Das kann ich leider nicht verleugnen. Ja. Ich mag sie trotzdem nicht. Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Wrack dieser Typen von vorhin? Verflixt, wir haben die das nur angestellt. Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Karte? Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Ja. Und siehst du auch, das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Bei uns nennt man sie Portale, merkt ihr das besser? Aber ich finde, hört sich viel schöner an. Ich werde sie weiterhin nennen. Okay. Übrigens, der Wald von eben ist hier. Siehst du? Ah, Makarimash da. Also, wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich jetzt zu jedem Portal. Also, jedem deiner Wahl. Okay. Ich weiß, dass hier unten im Fireborn-Wald irgendwo eine Brücke war. Die habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, die war da. Versuchen wir es mal. Ich meine, die Brücke war da. Ich habe im Fireborn-Wald irgendwo eine Brücke gesehen und ich hoffe, dass die da ist, wo wir jetzt hingehen. Das wäre super perfekte. Riff! Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus den Schatten nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe steht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich gründlich um. Also, ich weiß ja nicht, wo hier eine Brücke sein könnte. Aber ich glaube, ich muss erstmal eine Weile suchen. Oder ich drehe mich nach links. Das geht auch. Fucking Midna. Oh. Passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Ja. Wenn du die Brücke transportieren kannst, dann tu das, weil das hilft uns gerade tatsächlich weiter. Genau, wenn du doch nur immer so brav wärst. Halt die Fresse. Ja, und jetzt wieder hoch zum anderen. Zum von Eldin. Los. Meine Damen, muss ich wirklich sagen, ist Midna sehr praktisch und nett, weil die kann einfach eine fucking Brücke warpen. Guck dir das an. Das ist wirklich nützlich und cool. Das muss ich zugeben. Das ist nützlich und cool. Da sage ich wirklich, ist Midna echt toll. Und ich muss noch eben ein paar Sachen. Ja, das brauche ich noch. Das kann ich schließen. Und das nicht. Okay, das eine brauche ich noch. Ich habe eben gerade noch ein paar Sachen. Geht euch nichts an. Geht euch nichts an. Also so eine Brücke zu warpen ist schon nützlich. Muss ich zugeben. Wäre auch im Real Life immer recht praktisch. Wenn du mal so eine Brücke und eine Brücke findest und die mal eben webwarpst. Brücke und eine Brücke. Was ich zu Mania nochmal sagen wollte. Ich finde den Hauptcharakter, also der Hauptcharakter ist ja ein Hase und der Fuchs. Aber ich hätte es toller gefunden, wenn der Hauptcharakter ein Wolf gewesen wäre. Und das hätte er mal auch gut tun können. Siehst du, wusste ich's doch. Und die Macht der Schatten ist schon beeindruckend. Ja, ich geb's ja zu, das ist schon recht cool. Okay, du hast recht. Wenn du mal wieder diese Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilf bestimmt doch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Das glaube ich auch. Also los, vorwärts! Also wie gesagt, der Hauptcharakter war ja ein Fuchs. Der war auch recht cool. Sah auch recht cool aus, cool gezeichnet. Hatte auch einen coolen Charakter. Der hat mir echt gefallen. Aber da hätte man auch einen Wolf hinpacken können.
meine, es gab wirklich viel zu viele. Es gab von allem viel mehr als von Wölfen. Es gab überall Antilopen und es gab viel mehr Bären und Eisbären. Grüße an Sid. Ich weiß es nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Und Rompe, aber Wölfe, ich meine, es gab auch kurz Wölfe. Und sie wurden auch tatsächlich als Könige der Nacht bezeichnet. Ja, wir sind die Könige der Nacht, Leute. Aber ja, ich hätte gerne mehr gehabt. Aber ich glaube, egal welche Furry sich das anguckt, jeder Furry wünscht sich mehr von seiner Persona, von seinem Tier. Hey! Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen? Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Das glaube ich nämlich auch. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Jetzt, wo du sagst, rieche ich es auch. Aber ich glaube, ja, das ist Vero. Der stinkt immer noch. Das rieche ich bis hierher, ja, ja. Das ist ein Insider, das müsst ihr nicht verstehen. Das ist alles okay. So. Das ist die Spur der Kinder. Scheiß auf die Gegner. Obwohl, die können wir eigentlich... Kurz. Kommt her, ich fick euch weg. Ruff. Ruff. Okay, auf dich, Ref! Ref! Und jetzt Ref! Und Ref! Ref! Oh, ich liebe es, ein Wolf zu sein. Kann nicht das ganze Spiel so gestaltet sein? Ich reime sein auf sein. Ich glaube, ich bin fast so ein krasser Reaper wie Leon. So. Und noch mehr solche Viecher. Und. Oh mein Gott, das ist Kakariko. Kakariko! Oh, und ich lauf erstmal zurück, weil es hat mir Angst gemacht. Kakariko, nein! Ich kann das nicht mehr ansehen. Okay, gut, das war eigentlich ein Versehen. Das ist mir tatsächlich, das ist mir in der letzten Aufnahme auch passiert. Und ich wollte das jetzt eigentlich nicht bewusst nachstellen, aber es ist trotzdem passiert. Lustig. So, jetzt bitte in die richtige Richtung. Aber ich weiß auch nicht, warum du da irgendwie in die andere Richtung gedreht bist. Das ist echt doof gemacht. So. Angriff! Ja, warte mal, wir gehen auf den da hinten. Lass den mal eben los. Das ist dann nämlich leichter. So. Riff! Komm her! Komm, du kannst nichts. Du bist ein Noob. Wölfe sind OP. Kommt her. Und... Wuhu. Tut. Die Stelle, die ihr jetzt gerade alles seht, das habe ich schon alles zweimal gespielt. Einmal privat und einmal in der Aufnahme. Ja, Kantayo. Helde, du in den Schatten. Als Tier mit klarem Blick. Die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Okay, ich werde mich mal langsam nähern, oder nicht? Lauf mal, mein Pfötchen, werde ich mich. Aber da ist Wasser. Wir nähern uns langsam, weil irgendwie ist die mir ein bisschen suspekt. Das Wölflein ist etwas ängstlich. Ich bin ein Licht. Ich muss sagen, ich habe es gedacht, du wärst ein Tannenzapfen, so wie du aussiehst. Aber danke, dass du es mir nochmal sagst. Danke. Von den Göttinnen auserwählter Held. Suche mein Licht, das Licht, das die Wesen der Finsternis mir raubten. Füll es hier hinein. Tiegel des Lichts, ja, Strahlenstau, ich weiß, die Schatten werden, ja, bla bla bla, ich weiß, wie das geht. Achte auf Schattenkäfer. Sie sind eine Form des Bösen und hängen an den zerstreuten Tropfen meines Lichtes. In den Schatten ist die Gestalt der Schattenkäfer, ebenso wie die der Menschen, unsichtbar. Das weiß ich auch schon. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo die Schattenkäfer mit meinem Licht sich aufhalten. Sei auf der Hut, die Wesen der Finsternis sind
hinter dir her. Also, die macht mir immer noch Angst, also mit der Stimme und wie die spricht. Aber das macht doch alles du. Halt die Fresse. Das ist nur... Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Da ist jemand. So ein Mist. Glaubst du, ich kann mich noch um andere Leute Belger kümmern, wenn die meine eigene Haut retten muss? Was ist das für ein Hurensohn? Apropos. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, welche Belger das sind. Das sind die Kinder. Wir müssen da rein, Binder. Wir müssen da rein. Wir müssen da... Wie? Irgendwie rein. Warte. Sieh mal, ich glaube, hier kann man hochklettern. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Okay. Ich werde mich eben kratzen, bevor wir da reingehen. Und dann, wuff! Ich rieche die Kinder übrigens immer noch. Die sind hier bestimmt irgendwo. Kinder! Verdammt. Wo verstecken sich diese Biester nur? Ach, der war das. Ich wette, die sitzen da draußen und warten nur auf ihre Beute. Sei ganz ruhig. Solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten den Biestern da draußen etwas anhaben. Wie lange werden uns da wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Krämerladen. Eins von diesen Dingen hat sie angegriffen. Und als die Leute kamen, um hier zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich zwei von diesen Monstern. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden auch wir. Burns! Smithers! Halt, das war jemand anders. Toll gemacht, du Hurensohn. Ich hoffe, du verreckst elendig, die armen Kinder so zu erschrecken. Jedenfalls sind wir hier auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befinden sich diese Katakomben. Was? Ach so, das hat die gesagt. Was? Das sagst du erst jetzt, dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Candela-Kerzen in diesem Raum entzündet werden. Warum nennt man das nicht einfach Kerzen? Nein! Tu's nicht! Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort die gleichen Insekten wie draußen. Wenn doch nicht. Wenn doch nicht. Alles wird gut. Sydia wird ganz sicher kommen und uns... Ja, ich bin doch schon da. Ich stehe neben euch, Kinder. Ich bin hier. Ich bin doch da. Warum könnt ihr mich nicht sehen? Ich bin ganz nah. Ich höre jedes Wort. Ich bin dabei. Kinder. Mann. Das spüre ich irgendwie. Ja, ich stehe auch neben dir. Ich kann dich riechen. Das klingt jetzt falsch, aber da ich ein Wolf bin, ist das nicht falsch. Natürlich kann ich ihn auch sehen. Und schon wieder eine E-Mail. Fick dich. Ich könnte auch Outlook schließen, aber ich habe keinen Bock. Die glauben daran, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du Armer, stehst direkt vorne und die merken. Das habe ich doch gerade schon gesagt, musst du mir noch nur die Nase reiben, du blöde Fotz. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in diesen Schatten sein, ohne ein Geist oder gar ein Wesen der Finsternis zu werden. Ja, ich bin halt einfach cool. Ich bin OP, weil ich ein Wolf bin, ganz einfach. Wolf ist gleich OP-ness und Awesomeness. Das ist einfach ein Synonym. Wenn du irgendwas als OP oder Awesome beschreiben willst, kannst du auch einfach Wolf sagen. Das war richtig Wolf. Musst du nicht awesome sagen, das reicht einfach, wenn du Wolf sagst. Das reicht schon. Wir sind einfach awesome. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einfach einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf Prinzessin Zelda. Sie hat dir dies... Als ob ich jetzt auf Zelda sauer bin. Wenn, dann bin ich auf dich sauer, weil du mich dauernd nervst, aber auf Zelda nicht, weil die ist erstmal 10.000 Mal geiler als du.
und nervt mich nicht dauernd. Übrigens, wenn du die Kerzen anzündest, kommst du in die Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Dann kannst du trotzdem mal ausprobieren. Also, wie soll es nun weitergehen, einsamer Halt? Ach, Kinder. Kinder, oh Mann, ich bin doch hier. Könnt ihr mich nicht hören? Bitte, hört mich doch. Kinder. Verdammte Schatten. Auf jeden Fall ist es im Moment am sichersten, hier zu bleiben. Das ist wohl wahr. Sagt der noch irgendwas? Du kannst fragen, wen du willst. Die verschließen alle ihre Augen vor der Wahrheit. Und wer soll dieser Sidious sein? Und wieso sollte der ausgerechnet unser... Fick dich, du Piss! Ruff! Ohne Witz, wenn ich könnte, würde ich dem sofort einen Arsch beißen. Ohne Witz. So, Kerzen anzünden. Guck mal, hier ist ein Stock. Und, oh. Ich mach das jetzt einfach. Oh, ups, ich wollte eigentlich mit Arsch springen, aber ich habe aus Versehen das Feuer. Vor allem, dass sie es auch nicht bemerken, dass hier diese Holzdinger rum. Ich meine, das müsst ihr ja eigentlich sehen, auch, das müssten die ja sehen, weil das ist ja so gesehen, ich sag jetzt mal eine... Obwohl, sie sind eigentlich Geister, aber trotzdem können sie... Irgendwie gibt es keinen Sinn. Die können mich zwar nicht sehen, aber ich kann ja ganz normal hier alles bewandern, aber sie auch. Also wir können zwar irgendwie alle, die, ich sag jetzt mal, Materie sehen und benutzen und so weiter. Allerdings können wir uns nicht gegenseitig sehen. Wir können zwar das Gleiche benutzen und anfassen, aber sie sehen mich nicht. Oder anscheinend auch das nicht, was ich anfasse. Das ist schon irgendwie ein bisschen lückenhaft gedacht, Nintendo. Das ist immer noch ein bisschen... Ich hab's geschafft. Mein Handy hat vibriert. Und das mitbekommen? Natürlich. Was ist das? Die Tür zu dem Katapulten ist von allein. Nein, das war ich. Ist das etwa auch das Werk dieser Ungeheuer? Nein, das bin ich. Ich will euch retten. Sagt er noch irgendwas? Du kannst fragen, ja, halt die Fresse. Na gut, dann gehe ich mal da runter. Geronimo! Lass los. Ja, guck mal, unten sind Käferlis. Käferlis! Käferli 1! Käferli 2! Komm her! Und 3! Au! 1, 2, 3. Haben wir alle? Ansonsten können wir hier noch ein bisschen Vasen zerstören. Ah, das ist eine Lampe, aber wir können noch ein bisschen graben. Und ich meine, wenn wir ein Wolf sind, wir sind eigentlich als Wolf tatsächlich dazu bestimmt zu graben. Ja. Danke für das Herz. Das war's, glaube ich. Gehen wir mal weiter. Können wir da hoch? Mit da? Nanu? Über das Holzgerüst können wir sicher bis nach oben klettern. Okay. Links, rechts, rechts, links, falsch rum, whatever, Baum, bla, hui. Oh. Wir sind auf dem Friedhof. Nett. Viecherlies. Fledermäusis. Ruff. Ruff. Hier ist noch einer. Komm her, ich krieg dich. Und ruff. Ruff. Easy. So. Dann würde ich aber mal sagen, können wir hier majestätisch auf dem Grabstein die heutige Folge beenden mit dem lieben Wolfling und mit... Ja gut. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zur ersten Folge und zur Playlist des Projektes unten in der Beschreibung und nach allen Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, yeah, was ist denn noch zu sagen, außer Tschüssili.